Worum soll es heute denn sonst gehen, außer um die DJI Air 2S? Ganz klar, ich habe mich natürlich auch mit der Drohne beschäftigt und dieses Mal war ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher und ich habe mir überlegt, jetzt einfach ein kurzes Video zu machen, wieso ich jetzt zu dem Entschluss gekommen bin, zu dem ich gekommen bin. Bevor wir jetzt aber loslegen, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Es unterstützt mich und meinen Kanal, hilft mir den aufzubauen und so kann ich einfach wieder mehr Videos für euch machen. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch ein kostenloses Abo dalassen und dann bekommst du in Zukunft immer mit, wenn es neue Videos gibt. Okay, DJI Air 2S. Ich habe mich wirklich auch mit dem Thema beschäftigt und ich war mir dieses Mal gar nicht so sicher, was ich denn tatsächlich machen soll. Ich habe ja wie einige von euch auch die R2, die habe ich mir letztes Jahr gekauft und wenn ich natürlich da zurückschaue, dann ist die jetzt noch nicht mal ein Jahr alt und die Drohne bekommt schon einen Nachfolger. Das ist was mir persönlich irgendwie nicht so gut gefällt, dass diese Zyklen immer schneller werden. Ich hätte an der Stelle gesagt, es wird auch locker nur ausreichen, wenn die Drohne hier nächstes Jahr einen Nachfolger bekommt. Aber okay, wir haben es bei der Mini schon gesehen, dass die relativ schnell einen Nachfolger bekommen hat. Bei der R2 ist es jetzt auch so, dass der Nachfolger da ist. Und die Frage stellt sich dann natürlich, okay, ich habe ja eine relativ neue Drohne, soll ich mir jetzt die neue kaufen? Lohnt sich das für mich? Und das ist wirklich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe mir da wirklich viele Gedanken gemacht. Kleiner Spoiler, ich bin dazu gekommen, dass ich mir die jetzt tatsächlich gekauft habe, aber ich möchte jetzt mit dir einfach drüber reden, wieso ich mir die jetzt tatsächlich gekauft habe und wieso ich denke, dass es vielleicht nicht hundertprozentig für jeden ein notwendiges Upgrade ist. Unabhängig von den ganzen technischen Neuerungen steht natürlich diese europäische Zertifizierung im Raum. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann hat auch der Nachfolger noch keine EU-Zertifizierung. Das ist natürlich für viele und auch mich so ein Dorn im Auge, weil das natürlich bei einer aktuellen Drohne einfach gegeben sein sollte. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit es da tatsächlich an DJI liegt oder tatsächlich eher an der EU. Weiß ich nicht, da möchte ich jetzt auch nichts dazu sagen. Es ist aber halt so, dass das schon so mit einer der größten Negativpunkte war, die mir jetzt da aufgefallen sind. Unabhängig davon ist es natürlich technisch ein richtig geiles Produkt. Also ich war ja mit meiner R2 auch schon mega zufrieden, einfach was die kann, wie viel Power die hat, die intelligenten Aufnahmemodi und die Qualität, die man da rausbekommt, sind natürlich sagenhaft. Aber an ein paar Ecken habe ich einfach so in der normalen Benutzung gemerkt, dass da noch ein bisschen Raum wäre, das zu verbessern. Und aus meiner Sicht hat DJI genau diese Punkte verbessert und das hat mich dann dazu bewegt, auch mir die Drohne jetzt tatsächlich anzuschaffen. Es sind nicht viele Sachen, die mich jetzt dazu bewegen, aber ganz klar die neue Kamera, 1 Zoll Sensor, der übrigens keine Diagonale von 1 Zoll hat, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, 1 Zoll heißt nicht, dass die Diagonale 1 Zoll ist, das ist irgendwie ganz komisch, aber wir haben auf jeden Fall eine viel größere Sensorfläche. Und das hilft uns, dass wir bei Dämmerung dann auch den ISO weiter unten lassen können und dann halt hoffentlich eine bessere Lowlight-Performance hinbekommen. Ich hatte ja ursprünglich bei der R2 vermutet, dass die auch eine gute Lowlight-Performance hinbekommt, weil die durch den Quad-Bias-Sensor da vielleicht über irgendwelche intelligente Rauschreduzierung da das Rauschen rausbekommen könnte. War aber leider nicht so ganz, wie ich das erwartet habe. Jetzt ist es halt so, wir haben einen 1 Zoll Sensor mit 20 Megapixel. Das heißt, jedes Pixel für sich ist größer und wir bekommen damit halt einfach mehr Licht auf den Sensor und damit hoffentlich auch eine bessere Qualität. Das war für mich wirklich ausschlaggebend, weil ich halt doch relativ oft gemerkt habe, dass man vor allem in den Schatten bei der R2 dann relativ schnell Rauschen reinbekommt und das hoffe ich, sollte damit dann besser sein. Genauso sollte uns dieser Sensor bei den Fotos helfen. Einerseits, dass wir natürlich wieder mehr Licht einsammeln, aber der größere Sensor sollte dann auch einen höheren Dynamikumfang bieten. Und da habe ich ganz klar gesehen, dass bei der Mini 2, aber auch bei der R2 einfach durch den kleinen Sensor von der Möglichkeit, wie wir RAW-Bilder dann später in Lightroom zum Beispiel bearbeiten können, dass man da einfach sehr beschränkt ist. Also es ist zwar ein RAW-Bild, ich kann noch viel damit machen, aber nicht so viel, wie ich halt mit einer Kamera mit einem größeren Sensor machen könnte. Und das hoffe ich dann tatsächlich, dass das damit erledigt ist. Auf der Videoseite ist es für mich tatsächlich so, 5,4K oder 5,7K ist jetzt nicht wirklich wichtig für mich. Es ist natürlich eine ganz coole Sache, dass wir später im Schnitt bei einer 4K-Timeline, ich glaube, um 50% reinzoomen können, verlustfrei.
Das ist natürlich wirklich cool, kann für den einen oder anderen auch wichtig sein, vor allem wenn man halt merkt, okay, es gibt ja immer mehr Grenzen, immer mehr Gesetze, man kann nicht so nah dran fliegen, dann kann ich da halt verlustfrei zumindest das Objekt noch ein bisschen ranholen, obwohl ich halt weiter weg war. Was für mich aber der viel größere Faktor ist, ist, dass wir jetzt 4K mit 10 Bit, 150 Mbit pro Sekunde haben und das Ganze können wir noch in einem Log-Format aufnehmen. Das heißt, wir haben jetzt ein riesiges Upgrade aus meiner Sicht im Vergleich zur R2. Die konnte ja nur 8-Bit-Video und das Ganze bei, ich glaube, maximal 120 Mbit pro Sekunde an Datenrate und wir hatten nur das D-Cine-like-Profil am Start. Durch die 10-Bit haben wir jetzt einfach so viel mehr Möglichkeiten, später im Color Grading uns auszutoben. Und da hatte ich halt tatsächlich bei der R2 bisher so die absoluten Grenzen gesehen. Da kann man einfach nicht viel machen. 8-Bit-Video, das ist, wenn man das so benutzt, wie es aus der Drohne rauskommt, vielleicht noch ein paar kleine Anpassungen macht, dann ist es okay. Aber für mehr ist es dann nicht wirklich geeignet. Also irgendwelche coolen Looks drauf machen, Orange, Teal, irgendwelches anderes ausgefallenes Color Grading ist da nicht möglich. Und wer einmal mit 10-Bit rumexperimentiert hat, so wie ich zum Beispiel mit der Sony A7 S3, der weiß einfach, was für ein enormer Qualitätsgewinn 10-Bit-Video ist. Die höhere Datenrate, die 150 Mbit, bedeutet einfach, wir haben mehr Qualität in dem Video. Und das waren für mich einfach diese Fakten, die mich dazu bewegt haben, da dann tatsächlich jetzt die neue zu kaufen, weil genau die Punkte, die ich bisher immer so als Schwäche selber wahrgenommen habe, die wurden jetzt eben verbessert. Mir ist ganz klar, dass das für viele einfach kein Thema ist, weil einfach das sehr spezielle Anforderungen sind und das braucht bei weitem nicht jeder und ich kann auch verstehen Leute, die sagen, ich bin mit einer Mini oder einer Mini 2 zufrieden oder Leute, die sagen, hey, ich habe die R2, die ist einfach wirklich sehr gut. Für mich war das jetzt halt einfach so, dass ich zwar wirklich überlegen musste, ob ich das zusätzliche Geld jetzt noch ausgeben will, aber im Endeffekt, diese Verbesserungen waren es mir dann wert. Und wenn man jetzt nochmal auf diese ganzen Drohnenklassifizierungen eingeht, ich muss aus meiner Erfahrung sagen, das trifft jetzt natürlich auch nur hauptsächlich wieder auf die Region zu, wo ich unterwegs bin, aber mich hat persönlich dieses ganze Thema mit der Zertifizierung und A3 fliegen und so nicht bisher wirklich besonders eingeschränkt. Und für die Fälle, wo ich es dann tatsächlich anders brauche, da habe ich ja noch meine Mini 2. Also von dem her ist für mich alles cool und ich freue mich dann auf die neue Drohne. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, hey, ich weiß nicht, ohne Zertifizierung will ich mir das Ding nicht holen. Mich würde auf jeden Fall nur interessieren, was du davon hältst. Ist es jetzt für dich eine coole Drohne oder ist es nicht? Ich weiß nicht. Ich würde einfach gern wissen, ob euch das Thema interessiert, soll ich dazu Videos machen oder nicht. Ich nutze die Drohne ja nur anderweitig, zum Beispiel für den Reisekanal. Aber wenn ihr Bock habt, dann mache ich natürlich auch hier noch die klassischen Videos, wie ich halt immer zu neuen Drohnen mache, da dazu. Ein paar speziellere Videos könnte man natürlich auch machen, was Color Grading mit 10-Bit angeht oder natürlich die erweiterten Möglichkeiten jetzt, was Fotobearbeitung angeht. Ja, lass mich das einfach gerne mal wissen unten in den Kommentaren. Wenn du dich jetzt für die Drohne interessieren solltest, dann schau mal in die Videobeschreibung, da packe ich dir natürlich auch einen Link rein. Das ist ein Affiliate-Link, das kostet dich nichts mehr, wenn du darüber bestellst, aber ich kriege sozusagen so eine kleine Kommission. Hilft einfach nur mir weiter, meinen Kanal weiter aufzubauen, aber bleibt natürlich dir überlassen. Ich bin jetzt natürlich mega gespannt auf die Drohne, freue mich schon und hoffe, dass sie natürlich auch bald ankommt. Und neben den ganzen Hardware-Spezifikationen, die jetzt halt besser sind, freue ich mich natürlich auch zusätzlich noch die neuen Software-Geschichten auszuprobieren, die jetzt in der Drohne mit drin sind. Ihr habt gesehen, es gibt verschiedene Sachen, die da jetzt noch hinzugekommen sind und die es halt für uns vereinfachen sollen, dass wir halt noch einfacher, bessere Videos, interessantere Videos hinbekommen. Auch das werden wir uns dann, falls ihr Bock drauf habt, natürlich noch gemeinsam in Ruhe, in ausführlichen Form anschauen. Ja, und dann war es das zu dem kleinen Update. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bin raus für heute. Ciao.